Hallo und willkommen zu einem neuen Age of Empires 2 Video. Wir machen weiter mit der Reihe von Fletching zu Botkin und befinden uns im Bereich 900 bis 1000 Elo. Heute mit dabei Allspark, der sich hier bereit erklärt hat. Ich muss noch die Karte umstellen, wir hatten uns eigentlich gerade auf Arabien geeinigt. Wer die Reihe noch nicht kennt, es geht hier darum, dass ich mich von niedriger bis höherer Elo ein bisschen durchspiele. Als Alternative zum Smurf-Account das Ganze mit Leuten aus der Community, die in der entsprechenden Elo gerade sind. Und ich versuche zu zeigen, was ich denke, was man auf dem Level als Fokus haben sollte, wie man sich da verbessern kann, was die Prioritäten sein sollten. Und nach den 800 und darunter Elo, wo wir uns hauptsächlich darauf konzentriert haben, immer Dorfbewohner zu machen und Häuser zu bauen, sind wir jetzt im 900 bis 1000 1 gegen 1 Elo Bereich, wo es unser Fokus ist, darauf liegt, die Build-Order richtig zu spielen und auch mal Kontereinheiten zu verwenden, um sich besser auf den Gegner anzupassen quasi. Das sind unsere Hauptpunkte aktuell. Und ja, wir spielen jetzt, wie gesagt, im 900er Bereich gegen den Allspark hier auf Arabien. Ich werde auf zufälliges Volk spielen. Er kann sich was aussuchen. Vielleicht spielt er auch Zufall. Das wissen wir nicht. Auf jeden Fall. Ich wünsche ihm viel Freude bei dem Ganzen. Und wir legen los. Ungarn gegen Bulgaren haben wir. Der Start wieder ganz geordnet. Ich gucke ganz kurz aus meiner Paranoia raus, ob ich auch richtig aufnehme. Alles gut. Ja, da können wir direkt über die Völker mal kurz nachdenken. Bulgaren fangen ja ganz gerne mit Man-at-Arms, mit Schwertkämpfern an. Hatte ich, glaube ich, im ersten Video der 900er-Reihe angesprochen. Da hatten wir selber Bulgaren. Jetzt ist aber so, dass ich auch das war ja Lektion 5, da habe ich auch Scouts gespielt. Und ich würde ungern mehrfach hintereinander die gleiche Build-Order spielen eigentlich. Deshalb werden wir es jetzt so machen. Ich bin zwar Ungarn und mit Ungarn spielt sich Scout-Rush wirklich hervorragend. Das ist eine ganz, ganz gute Option. Spielen wir jetzt mit den Bogenschützen. Können sie auch. Sie haben nur leider keine Boni, die ihnen wirklich dabei helfen. Wie auch zuvor bewegen wir unseren Scout aktiv. Wir haben ihn mit einer Steuergruppe versehen. Bei mir ist das die 1. Dorfbewohner produziere ich über den allen Dorfzentren auswählen, Hotkey. Und ich gucke immer auf den Scout, wenn ich ihn bewege, damit ich auch wirklich dabei sehe, was wir gerade aufdecken. So. Die haben sich gerade verlaufen. So. Eine Möglichkeit, immer schön den Umschaltbefehl benutzen, damit die Dorfbewohner danach auf den richtigen die richtige Schärfe gehen. So, ich höre die ganze Zeit so ein komisches Geräusch auf meinem PC, deshalb muss ich manchmal austauschen und gucken, was da passiert. Ob da was passiert, vielleicht eher. So, wir haben alle Schafe gefunden und beide Tiere auch. Das ist super. Dann drehe ich nochmal mit auf der Minikarte hier einmal eine Runde um meine Basis. Und habe dann auf der Minikarte Wegpunkte gesetzt. Holen hier danach erstmal den Webstuhl. Die können danach auf das Schaf hier, du baust uns ein Haus, gehst dann auf den Elefanten. Nach wie vor machen wir den Webstuhl, bevor wir irgendwelche Tiere anlocken hier. Einfach aus Sicherheitsgründen. So, wenn wir jetzt, wir spielen ja gegen Bulgaren und bis auf weiteres gehen wir einfach mal davon aus, dass er hier Schwertkämpfer Rush spielen wird. Der ist mit den Bulgaren wirklich ganz hervorragend. Bogenschützen sind dagegen in Ordnung. Die kontern Schwertkämpfer zum gewissen Grad, aber er wird uns höchstwahrscheinlich im Early Game damit wehtun können. Und da ich die ja etwas komplizierteren Varianten oder schwierigeren Verteidigungsmechanismen hier noch nicht zeigen möchte, weil ich glaube, dass die noch ein bisschen zu schwer sind, ist das vielleicht auch eine ganz gute Maßnahme hier, um euch Sachen beizubringen. Werde mich auch vielleicht dann zeigen, dass es nicht so schlimm ist, wenn man mal ein paar Dorfbewohner verliert, solange man am Ball bleibt. Also ich kann mir gut vorstellen, dass wir gegen die Schwertkämpfer Dorfbewohner verlieren werden. Ich werde es vielleicht sogar drauf anlegen. Aber mit den Bogenschützen können wir die mittelfristig ganz gut kontern. Und mein Scout läuft immer noch die Gegend. Ich hoffe, er klaut mir jetzt hier keine Schafe. Ich töte ihn jetzt mal nicht. Das habe ich, glaube ich, in den ersten Videos auch immer noch nicht gemacht. Aber, oh, ich möchte, gut, dass er mich daran erinnert, mein zweites Tier hier mal einsammeln.
So, wir haben ihn jetzt auch gefunden. Er hat auch schon einen Webstuhl, wunderbar. Sind das vier? Ja, sind vier, wunderbar. Ich habe den Scout jetzt mal weiterlaufen lassen, wir wissen, dass er hier ist. Ich laufe mal vorsichtig auf der Minikarte an ihn ran quasi. Wunderbar, alles ist im Lot hier. Dann gucke ich jetzt mal wieder auf meinen Scout. Produktion läuft ja, wir machen noch insgesamt drei Dorfbewohner, das reicht dann jetzt hier also. Er war noch nicht auf dem Bären, soweit wir es gesehen haben. Wollen jetzt auf Holz. So, hier ist Gold. Ist das sein Hauptgold oder sein zweites? Sieht nach dem zweiten aus. Sein Dorfzentrum wird wahrscheinlich hier sein. Wir werden angegriffen irgendwo. Ja, das macht natürlich nichts. Wobei wir zurückschlagen können eigentlich. Ah, oder auch nicht. Hat er sich hier Gold genommen, ist noch eine wichtige Frage. Ja, alles im Lot. Ja, kurz hier abgeliefert. So, ich bewege meinen Scout mal kurz weg, damit wir uns hier um die Basis kümmern können. Ja, du hast irgendwie hier dich nicht berufen gefühlt, wie es aussieht. So, wir haben 11 auf Holz, so soll es sein. Ihr könnt hier auf das Schaf. Ihr könnt auf das Gold. Und wir nehmen uns noch einen, der bestenfalls ein bisschen fitter ist. Der baut uns eine Kaserne und auch ein Haus. Jetzt können wir wieder auf den Scout gucken. Und schauen, ob er auch wirklich auf Dings geht, auf Schwertkämpfer. Dann müssten wir jetzt mal vielleicht auch eine Kaserne von ihm sehen. Oder vielleicht ist er auch schon an Gold. Wir werden das gleich sehen. Wir haben insgesamt 11 auf Holz und 3 auf Gold. Wir werden gleich noch mehr auf Gold stecken. Das können wir jetzt schon mal quasi vorbereiten. So. Wichtig beim Archer Rush, beim Bogenschützen Rush ist, dass man, sobald man in der nächsten Zeit ist, ein bisschen mehr als 300 Holz hat. Dann kann man direkt die zwei Schießanlagen bauen. Hier hat er 10 Gold sich eingesammelt. Das ist schon mal ein gutes. Und da ist seine Kaserne. Wunderbar. Wir können jetzt also bestätigen, dass er hier auf Schwertkämpfer gehen will. Wir sehen noch keine. Vielleicht sind die auch schon auf dem Weg. Ich laufe mal kurz zurück und gucke, ob ich die finde. Aber wir wissen jetzt, was er vorhat. So, wir sind in der nächsten Zeit. Wir brauchen die Beschießanlagen wahrscheinlich besser hier oben. Mehr zu ihm gerichtet. Und auch das Holz abge... Ah, jetzt haben wir beide Schafe angehauen. Naja, was passiert. Nicht so schlimm. Wir wollen ja auch nicht 100% fehlerfrei spielen. Na, du blockierst das, ne? So, wo sind seine Schwertkämpfer, ist jetzt die Frage. Ich behalte... Ah, da ist er auch schon. Die richtige Maßnahme wäre jetzt hier mit den Dorfbewohnern zu quickwallen. Machen wir aber nicht. Ich greife stattdessen mit meinem Scout an, dass wir das einigermaßen hier... Vielleicht verliere ich auch den Dorfbewohner. Ne, anscheinend nicht. Ich behalte den Scout mal zur Defensive hier, bis wir das einigermaßen im Griff haben hier unten. Warum war denn da nur ein Schwertkämpfer, ist jetzt die Frage. Der kann danach... Ah, da ist einer, okay. Du gehst hier wieder hin, du kannst ein Haus bauen hier unten, damit der nicht zum Schwertkämpfer jetzt hier geht. Wir bilden hier aus. Wir hätten vielleicht noch ein anderes Haus gebrauchen, einfach damit wir jetzt nicht bevölkerungsblockiert werden. Und wir brauchen ja eigentlich auch noch unsere Schmiede, die können wir vielleicht hier einfach gleich noch mit in Auftrag geben. Sieht so aus, ob die Schwertkämpfer hier außen lang laufen. Ich schaue mal mit dem Scout nach. Da sind sie, alles klar. Dann schicke ich meine Bogenschützen hier runter. Ich kann die auch einfach auf Angriff klicken. Und ja, das müsste passen. Jetzt habe ich 8 auf Gold schon. Das heißt, jetzt können wir unsere Farmen anfangen hier. Wunderbar. Angriff, Angriff. Er ist ein bisschen zu spät mit seinen Man-at-Arms daher. Oh, er ist auch noch ein Dorfbewohner. Was macht der denn? Dann greifen wir den mal an. Will er hier vielleicht uns mit Türmen noch angreifen? Wir lassen die mal machen hier. Holen uns das Upgrade. Und die Dorfbewohnerin ist jetzt für Häuser weiterhin zuständig. Wir haben mit der Produktion gepennt, daher hatten wir gerade so viele Ressourcen. Sieht dann aber alles ansonsten gut aus? Ich denke schon. Ja. Wir haben jetzt auch unser Upgrade. Unser Scout ist leider tot. Ja, Nahrungsproduktion ist nicht gut, wie es aussieht. Es ist sehr, sehr knapp mit unseren Dorfbewohnern.
Ich gebe schon mal weitere Häuser hier in Auftrag. Die perfekte Mauer ist das nicht, aber es ist eine Art Mauer. Oh, hier hat ein Haus gebaut. Jetzt nehmen wir die Kollegen. Zu Hause ist einigermaßen im Lot. Bogenschützen werden produziert. Meine Bogenschützen können nach vorne laufen. Ich produziere auch Dorfbewohner. Häuser sind im Auftrag, also es kann gerade nichts Großes passieren. Sein Fehler, das kann ich jetzt schon attestieren, war, dass seine Schwertkämpfer alle einzeln ankamen. Wenn die zusammenkommen, dann wäre das ein größerer Angriff geworden. Oh, hier mauert er sich schon. Das ist ein Turm. Ja, da können wir aber trotzdem angreifen. Zwei Dorfwohner sind tot. So. Dann, wir stellen uns mal hier auf Stehenbleiben hin. Jetzt gucke ich wieder nach Hause. Hier müssen Felder gebaut werden. Müssen mehr Bogenschützen gemacht werden. Hier können wir auch schon Felder machen. So, jetzt gucken wir wieder nach vorne. Können hier noch an seinen Bären Schaden machen. Oh, da ist sogar eine Lücke. Ich weiß nicht. Ja, das ist jetzt. Wir spielen mal konservativ und gehen weg, weil der Turm gleich fertig ist. Ich schicke die jetzt in die Defensive und wir gucken nach Hause. Hier ist noch eine Lücke. Danach kann die hier oben Häuser bauen. So, wie viele Felder haben wir? 13. Ja, können noch ein paar auf jeden Fall. So, wir schicken die mal mit nach vorne, dass wir die zusammenführen können, hier die Armeen. Wunderbar. Das sind jetzt wie viele? 15. Na komm, eine machen wir noch. Oder mit der hier, so. Und dann machen wir die Schubkarre. Wunderbar. So. Die hier zusammen auf Defensiv jetzt, weil ich es jetzt bewege. Hier wird natürlich jetzt schwer anzugreifen. Das haben wir schon gesehen, weil er seinen Turm hier hat. Dann gehen wir mal links rum und gucken, was wir da machen können. Produktion war dieses Spiel nicht gut bislang von mir. Muss ich ganz klar sagen. Aber es sieht sehr gut aus für uns. Wir haben sehr viele Bogenschützen. Bin mal gespannt, ob er hier schon Plänkler gemacht hat. Das wäre natürlich für ihn gut. Hier hat er sich abgemauert. Hier hat er einen Dorfbewohner, der untätig ist. Den können wir abschießen. Wir haben auch genug Bogenschützen mittlerweile, um die Dorfbewohner in einem Schuss zu töten. Kommen wir in den dran. Sieht nicht so aus. So, wir haben noch nicht genug Rohstoffe, um in die nächste Zeit zu gehen, aber das ist kein Problem. Bauen weitere Felder. So, wieder hier hingucken. Wir laufen einmal schön außen rum und gucken, ob wir irgendwo was finden, wo wir Schaden machen können. Können natürlich uns auch durch die Mauern durchballern, das ist keine Frage. Ja, aber wir können auch bald die nächste Zeit gehen. Bleib mal eben stehen. Stehen bleiben hier. Gucken nach Hause. Ja, das reicht von Ressourcen. Wir brauchen noch keine weitere Farm. Wir schicken die mal jetzt auf Holz. Die kann auch auf Holz. Und da sind wir auf dem Weg in die nächste Zeit. Wunderbar. Du kannst weiter Häuser bauen. Jetzt kümmern wir uns wieder um die hier. So. Ist er hier noch offen? Ah, okay. Ah, jetzt. Ah, okay. Er hat einen Turm gebaut. Wir bleiben konservativ. Wir wollen nichts riskieren. Wir gehen wieder weg. Greifen ihn jetzt einfach hier unten mal an. Machen weiter Bogenschützen währenddessen. Ich weiß, dass er hier keiner mehr hat, deshalb ist es okay, wenn ich jetzt weggucke. Machen wir das Defensiv-Upgrade. Das ist das Upgrade hier, das Feld-Upgrade meine ich. Das Gold-Upgrade. Die hier steht ein bisschen komisch. Wir machen weiter Bogenschützen. Hier ist eine Lücke. Mache ich ein Haus rein. So, das habe ich irgendwie auch zerstört mittlerweile. Machen wir die Produktion auf dem Hügel, das ist noch stärker dann die Position. Felder werden langsam fertig. Müssen wir eigentlich nicht alle neu bauen, aber ich mache mal die ersten paar, kann ich mal neu machen. So, du baust weiter Häuser hier unten. Und ja, jetzt gucken wir wieder auf meine Armee. Jetzt baut er hier seine Schießanlage. In der Situation würde ich jetzt sagen, das haben wir glaube ich im ersten Game mehr oder weniger auch gemacht, erstmal keine neuen Dorfzentren, sondern aggressiv spielen, weil wir auf jeden Fall die Armee-Oberhand haben. Ich greife jetzt mal hier an. Die kann ich dazu holen. So. Wir holen uns jetzt sofort unsere Upgrades, sobald wir in der nächsten Zeit angekommen sind.
Wattgenpfeil, Armusschütze, oh, Dorfbewohner. Und Feldupgrade. Oh, die sind alle durch hier. Aber da wir das Feldupgrade gerade gemacht haben, schicke ich die mal auf Holz. So, jetzt haben wir den ganzen Pulk hier zusammen. Stellt sie auf Defensiv und wir gehen mal rein. Wird jetzt sehr schwierig für ihn. Können uns ein Stück weit unter den Baum vielleicht stellen. Wir haben sehr, sehr viele Bogenschützen, sehr, sehr viele andere Schützen. Wir können auch ein paar sterben, das ist nicht so schlimm. So, er wird jetzt sehr, sehr viele Dorfbewohner hier verlieren. Wir produzieren weiter währenddessen. Ja, es ist sehr, sehr, sehr schmerzhaft für ihn. Dann gehen wir mal weiter hier. Verlieren zwar auch Armbrustschützen, aber der Schaden gegen ihn ist deutlich größer. Wie sagt er auch? Ja, würde ich auch behaupten. Ja, und es war eine simple Bogenschützen-Build-Order, die ihr auch in meinem Anfänger-Guide findet, Einsteiger-Guide, der immer oben eingeblendet wird, in den Videos oben rechts in der Infobox. Da gibt es natürlich auch den Bogenschützen-Rush, den ich jetzt hier gespielt habe. Meine Zeiten waren nicht perfekt, ich habe wieder ein bisschen schlampig gespielt, teilweise absichtlich, teilweise unabsichtlich, aber beides sollte euch eigentlich demonstrieren, dass es nicht unbedingt notwendig ist, hier perfekt zu spielen. Auch meine Mauern wieder sehr, sehr lustig. Ich habe einfach den Kartenrand ignoriert, da hätte ich natürlich auch einfach die Häuser so hinbauen können. Und auch das hier, das ist Quatsch eigentlich von den Häusern. Die muss ich eigentlich hier runterbauen, damit ich hier irgendwann auch mal zu bin. Aber darauf kam es nicht 100% an. Wir schauen mal in die Statistik. Ich glaube, in diesem Spiel habe ich jetzt mal wieder endlich geschafft, meine eigenen Vorgaben ein bisschen besser einzuhalten und nicht so schnell so schnell reagierend zu spielen. Wobei man auch sagen muss, dass es nicht unbedingt notwendig war. Weil er keinen großen Druck auf uns aufgebaut hat. So, wir schauen mal ins Replay. Ich schreibe ihm kurz, dass wir jetzt die Analyse machen. So, ich habe mich vertippt. Das muss ich eben nochmal richtig schreiben. So, schreibe dir dann. So, alles klar. Dann schauen wir mal ins Spiel rein. Da er später als ich in der nächsten Zeit war, nehme ich an, dass er auch Probleme entweder mit der Build Order oder mit dem aktiven Dorfzentrum oder beidem hatte. Das wäre logisch. Er scoutet auch mit Schafen. Wie gesagt, noch nicht notwendig. Habe ich ja auch nicht gemacht. Aber ist gut, wenn man es kann, auf jeden Fall. Hier war Leerlauf ein bisschen. Jetzt einen Dorfbewohner hinter mir schon. Oder einen halben, sagen wir mal einen halben. Ansonsten läuft alles ganz gut bei ihm. Er hat das meiste, was er braucht, schon gescoutet. Die beiden Viecher sind hier. Krass, okay. Er holt sich auch den Webstuhl. Finde ich gut. Ah, und trotzdem den Aufbau davon noch nicht klar. Also es war jetzt so, er hat quasi den Webstuhl auf dem Weg gemacht. Das ist auch nicht schlimm. Ha, aber den hätte er einfach nur einquartieren müssen. Das war knapp. Naja, das passiert leider. Ich glaube, das Haus wird noch rechtzeitig fertig, glaube aber schon. Geht recht spät auf Bären tatsächlich. Ist aber nicht unbedingt Ah, verliert er den auch? Nee, gut. Huh. Immerhin. So. Also es ist nicht schlimm, wenn man die Mühle ein bisschen später baut. Es ist sogar, wenn man wirklich schnell in die nächste Zeit gehen will, nicht gar nicht mal dumm, wenn man erst die Tiere ist quasi, die sind ja schneller. Dass er hier den Angeschlagenen zum Bären schickt, finde ich nicht gut. Das ist sehr, sehr riskant. Wenn ich da einmal mit Scout vorbeilaufe, haue ich da einmal drauf und dann ist er durch. Das ist nicht so praktisch. Jetzt müsste er auf jeden Fall ein Haus schon mal kommen, sonst wird es gleich wieder eng. Aber wir sehen, dass hier auf jeden Fall deutliche Lücken in der Produktion sind. Ne? Ich bin jetzt auf dem Weg schon in die nächste Zeit und ich habe 3 Dorfwohner mehr als er. Er hat einen schon verloren und wir haben beide den Webstuhl gemacht. Ja, hier ist auf jeden Fall Leerlauf. Okay, er wollte auf jeden Fall diese Population spielen. Okay, jetzt ist auf jeden Fall die Build-Order funktioniert, so wie er die gespielt hat, zumindest nicht. Oder er hat sie nicht 100% raus. Da würde ich nochmal sagen, da muss die Build-Order ein bisschen geübt werden. Bei den bisherigen beiden, die wir im 900er Bereich hatten, war die Build-Order ziemlich gut. Hier die, ich muss aber auch sagen, Man-at-Arms-Build-Order ist ein bisschen schwieriger. Vielleicht auch nicht die richtige für das Level. Ich werde sie, wie gesagt, auch erst später spielen. Ja, und jetzt kommen erst die Milizen. Die so einzeln nach vorne zu schicken, ja, das setzt sie halt viel Gefahr aus, leider.
weiß nicht, ob das übertrieben für. Ihr müsst mir sagen, wie ihr das empfindet. Also, dass ich jetzt meinen Scout nach Hause gezogen habe, um die Schwertkämpfer so ein bisschen zu empfangen. Ob ihr das übertrieben findet von mir. Also, ob das zu sehr voraussetzt, dass man Spielerfahrung habt noch. Also, ob das euer Reflex auch gewesen wäre, mich interessieren. Also, wenn ihr wisst, es kommen Schwertkämpfer und ihr wisst nicht, wo sie sind, ist das auch euer Reflex, den Speer nach Hause zu holen zur Defensive? Oder ist das etwas, das ich jetzt hier quasi out of character gemacht habe, so ein bisschen? Das würde mich mal interessieren. Auf jeden Fall hat mir das einiges gebracht. Mein alter, also was ich am Anfang des Videos im Kopf hatte, als ich gesagt habe, das könnte zu Verlusten führen, ist, dass wenn er mit allen drei ankommt und mich in dieser Situation hier erwischt mit den beiden Dorfwohnern, die hier gerade die Schießanlagen bauen, dann kann er die vielleicht sogar verhindern. Ne? Also das hatte ich so ein bisschen im Kopf, dass ich da vielleicht in eine Situation komme, wo ich halt aus meinem Tritt gebracht werde. Und dann hätte ich, da jetzt hier auch Dorfwohner in der Nähe noch sind, einfach die ganze Mannschaft hier rangezogen und mit denen auf die Man-at-Arms draufgekloppt. Dann hätte ich zwei, vielleicht drei Dorfwohner an der Aktion verloren, auf jeden Fall. Bin ich ziemlich sicher. Aber das wäre in Ordnung gewesen. Auf dem Level zumindest. Also spät auf meinem Level ist es schon deutlich tragischer. Aber auf dem Level hier kann man, wenn man durchgängig produziert, Dorfwohner natürlich produziert, sowas wieder kompensieren, weil der Gegner garantiert irgendwann einen Fehler macht, was die Produktion angeht. Gerade wenn er sich hier um die Schwertkämpfer dann kümmert, wenn die zu dritt hier sind und der irgendwie da stark microt, dann kann ich mir gut vorstellen, wenn ihr auf diesem Level spielt, dass euer Gegner an der Stelle dann vergisst, Dorfwohner zu machen und ihr könnt dann wieder aufholen. Also es ist Dorfwohner gegen Schwertkämpfer, es geht selten gut aus, also ihr verliert auf jeden Fall Dorfbewohner. Aber ja, was ist die Alternative an diesem Punkt? Wenn er hier mit drei Schwertkämpfern steht und meine Schießanlagen verhindert, dann ist mein gesamtes Opening bereits tot eigentlich. Weil die noch abzureißen, dann kriege ich fast gar kein Holz mehr wieder. Und Bogenschützen kann ich erst machen, wenn die stehen. Also muss alles her hier und dann müssen die, muss es halt erzwungen werden. Jetzt war es aber in dem Fall so, dass er einzeln hier lang gelaufen ist. Ja, ich denke, er wird mir auch gleich schreiben, dass da bei der Build-Order einfach ein paar Malheurs gewesen sind oder dass er auch ein bisschen nervös vielleicht war. Das war auch bei ein paar von den anderen Kandidaten der Fall. Das kann ich gut verstehen. Also wir müssen hier nicht so tun, als ob die unter idealen Bedingungen spielen und ihr absolut Bestes unbedingt direkt liefern können. Wir sind auch so ein bisschen auf der Bühne, sage ich mal. So. Ich bin mal gespannt, was er mit dem Dorfbewohner hier vorhatte. Wahrscheinlich war es ein Turm, den er geplant hatte. Bin mal gespannt, ob er den auch platziert jetzt hier. Da ist fast mein innerer Sachse rausgekommen. Ich hätte platziert gesagt. Ah, zu Hause sieht es jetzt ganz gut aus. Also er fokussiert sich auf Felder. Das ist jetzt in der Situation, in der er sich befindet, absolut richtig. Wenn er einen Turm bauen will, ist das hier eine gute Position, weil er mich da vom Holz vertreibt. Aber an der Stelle ist der Man-at-Arms-Rush schon gar nicht mehr so gut, der Schwertkämpfer-Rush, weil ich eben schon Bogenschützen habe. Es gibt, Bogenschützen sind dahingehend eine gute Eröffnung gegen die Man-at-Arms, wenn man die Schießanlagen denn gebaut kriegt. Und das ist halt leider nicht immer der Fall. Er war 30 Sekunden hinter mir in der Feudalzeit. Deshalb war es für ihn schwierig, das wirklich zu verhindern. Aber sobald Bogenschützen da sind, wird es wirklich schwierig, da was gegen zu machen, weil Bogenschützen gegen Man-at-Arms, gegen Schwertkämpfer doch relativ gut sind. Besonders auf höheren Level wird das nochmal relevant. Ich habe jetzt hier nicht gemicrot, also ich habe wirklich nur die Einheiten ausgewählt und rechts auf seine Einheiten geklickt. Das war alles, was ich getan habe. Wenn man auf höherem Level ist, wird man mit Schwertkämpfern keinen einzigen Schlag gegen einen Bogenschützen bekommen, weil der immer schießt und zurückläuft. Und Bogenschützen sind schneller als Schwertkämpfer. Jetzt mauert er sich hier zu. Mir hätte mehr gefallen, dass er hier seine eigene Schießanlage baut, um Plänkler zu machen, um sich damit zu verteidigen. Ich halte mich hier gerade so ein bisschen auf, weil ich mich erstmal um meine Basis so ein bisschen kümmere. Er hat ja auch mehr Felder als ich zum Beispiel. Ne? Das ist auch so ein Punkt, wo ich jetzt hinterher bin. Aber wenn er jetzt hier die Schießanlage schnell baut, er hat auch das Holz, dann kann er ein paar Plänkler zur Verteidigung machen. Und auch schnell die also Schießanlage, eine Schießanlage und eine Schmiede fürs Upgrade. Dann kann er das noch verteidigen, weil abgemauert hat er sich. Der Turm hier ist sehr ambitioniert. Der kann halt gegen Bogenschützen auf keinen Fall hochgehen, weil der halt direkt an der Mauer ist. Da verliert er jetzt, glaube ich, zwei Dorfwohner, ne? Ja. Das ist eine Lücke, das kann leider immer wieder passieren. Die habe ich selber spät gesehen. Wenn ich die früher gesehen hätte, wäre das Spiel an der Stelle potenziell bereits vorbei gewesen, leider. Den Turm hat er hier gebaut, den hätte ich auch durchgehen können, aber ich habe es insgesamt ja ein bisschen konservativ, ein bisschen sicherer gespielt. Und ja, keine Dorfbewohnerproduktion mehr. Ich spule es jetzt ein bisschen durch, weil also an sich ist das Spiel an der Stelle auch schon wieder entschieden. Größtenteils dadurch, dass ich halt eine sauberere Bildorder habe als er. Und natürlich mein besseres Makro, also dass ich die ganze Zeit durchproduziere, hier deutlich zu tragen kommt. Das ist ganz normal.
Also wir erwarten ja auch nicht, dass die Spieler mit niedrigem Level gegen mich unbedingt gewinnen. Wobei ich die Option natürlich willkommen heiße. Also wenn jemand mich besiegt, dann bin ich der Erste, der da gratuliert. Aber auf dem Level noch nicht unbedingt zu erwarten. Also von der Spielererfahrung her einfach, ne? Aber an der Stelle kann er eigentlich nicht mehr allzu viel machen, wenn ich ein bisschen aktiver auch spiele. Also ich hätte jetzt einfach hier zum Beispiel rechts rumlaufen können oder meine zweite Gruppe früher links rum. Ich habe ja sehr, sehr passiv in der Hinsicht gespielt, dass ich immer erst, was ich ja auch hier predige, mir meine Basis angeguckt habe, dann risikofreie Bewegungen mit der Armee gemacht habe und mich da so ein bisschen abgewechselt habe. Das finde ich, dass auf dem Niveau auch immer noch angebracht ist, ehrlich gesagt. Könnte so ein bisschen durchspulen, aber ich glaube, ja, er hat auch die Dorfwohnerproduktion stellenweise wieder eingestellt. Er ist 11 Dorfwohner hinten. Hat keinerlei Armee. Das Einzige, was ihn hier so ein bisschen im Spiel hält, sind halt die Türme. Und wenn ich hier direkt durchgehe und hier nicht verweile, ist das Spiel an der Stelle auch schon gewonnen. Und naja, ich glaube, wir müssen nicht weiter durchgehen. Das Spiel war relativ kurz und brutal leider für ihn, für den Allspark. Aber er hat trotzdem seinen Gameplan ganz gut verfolgt. Ich glaube auch, dass ihn der Verlust eines Dorfbewohners in der dunklen Zeit schon aus dem Tritt gebracht hat. Also, dass er das vielleicht normalerweise ein bisschen souveräner auf die Reihe kriegt. Einfach auch der Nervosität im Vorführeffekt so ein bisschen geschuldet, nehme ich mal stark an. Ja, trotzdem, vielen, vielen Dank fürs Mitmachen. Und ich hoffe, dass es euch auch was gebracht hat, dass ihr ein bisschen was lernen konntet. Und dass vielleicht ein oder andere auch mitmachen will, werde wahrscheinlich jetzt, wenn dieses Video rauskommt, keine Leute mehr für den 900 bis 1000 Bereich mehr brauchen, sondern eher von 1000 bis 1100 oder vielleicht auch schon von 1100 bis 1200. Also falls ihr da Interesse haben solltet mitzumachen, meldet euch bitte im Discord. Den Link dazu findet ihr wie immer in der Videobeschreibung. Ja, und ich hoffe, das hat euch gefallen, geholfen und ich sage bis zum nächsten Mal. Ciao.